Der 25. März 2017 ist zweifelsohne ein historisches Datum für die Air Berlin, denn nach knapp 40 Jahren fliegt sie nicht mehr Mallorca an und löst auch dort ihren Standpunkt auf. Wir wollen wissen, was die Urlauber von dieser Umstellung halten. Das wusste ich gar nicht. Überrascht mich jetzt. Ja, also eigentlich ist es schade drum, aber wir haben heute schon 3 Stunden Verspätung und merken das natürlich direkt, dass sie das nicht mehr so ernst nehmen. Ich finde das schlecht. Ich finde das ganz furchtbar. Wir sind immer mit der Air Berlin geflogen und ich weiß jetzt im Moment noch nicht, wie ich in Zukunft nach Mallorca komme. Ich denke, dass es andere Fluggesellschaften gibt und wir weiterhin hierher kommen können. Ich fliege viel von Berlin und deswegen finde ich es schon schade. Eigentlich bin ich froh, dass es nicht mehr fliegt von hier. Also wir hatten nur bis jetzt schlechte Erfahrungen gemacht. Ich finde es sehr schade als Berliner, dass Air Berlin sozusagen eigentlich Insolvenz offiziell angemeldet hat. Letztendlich kommen die Großen und schlucken die Kleinen. Der Flug mit Air Berlin herzu war jetzt auch nicht mehr das, was man so gewohnt war. Irgendein anderer wird schon hierher fliegen. Da fliegen wir mit jemand anders. Weder Getränke noch Essen noch sonst irgendwas ist mit drin. Und die Bedienungen wussten nicht mal mit ihren Geräten noch sich auseinanderzusetzen. Insofern, ja, seltsam. Ja, schon ein bisschen schade, ne? Weil war irgendwie Mallorca, Air Berlin war irgendwie ein Synonym. Tja, irgendwo werden sie da ihre Fehler gemacht haben, dass es jetzt in die Brüche geht. Ja, da bleibe ich ganz gelassen bei. Die Marktlücke wird bestimmt wieder gefüllt werden. Ja, ich finde es schon traurig, weil es gehörte so dazu, dass Air Berlin fliegt. Ja, ne, ich bin schon erstaunt. Ich habe ja sogar bei Air Berlin mal gearbeitet für einen Monat, aber seitdem ist es den Berg runtergegangen, seitdem ich da bin, leider. Seitdem ich mal da war. Das überrascht mich. Wir sind hierher gekommen und wir dachten, wir würden nochmal wieder mit Air Berlin herkommen, aber jetzt müssen wir wohl eine andere Airline finden, die hierher fliegt. Wenn es keine Veränderung gibt, ist es okay. Also ich bedauere das eigentlich nicht, weil der Service bei Air Berlin in den letzten Jahren immer schlechter wurde. Und ich hoffe, dass sich der Service bei neuen Linien, die sich ja hier wahrscheinlich etablieren, bei der renditeträchtigen Linie verbessern wird. Mir ist es eigentlich total egal, weil es übernimmt eine andere Fluggesellschaft.